Die Aktienmärkte haben stark angefangen, aber dann auch wieder stark nachgelassen, denn Renditeanstieg killt Rally. Ich hatte das heute Vormittag schon ein bisschen angedeutet. Man kann nicht eigentlich einen Kuchen essen und dann erwarten, dass der Kuchen aber nach wie vor da ist. Das ist aber genau das, was passiert ist, denn es gab ja die Hoffnung auf ein früheres Ende der ganzen Corona-Geschichte, als Joe Biden gestern nachbörslich gesagt hat, ja, bis Ende Mai kann jeder impfwillige Amerikaner geimpft sein und nicht wie bisher eigentlich versprochen bis Ende Juli, also 2 Monate früher. Das hat die Aktienmärkte in Euphorie versetzt. Aber eben ist es dieser Optimismus, der dann eben gleichzeitig, na was wohl, er wird dann eben dazu führen, dass die Inflationserwartungen weiter steigen. Und wenn die Inflationserwartungen weiter steigen, dann steigen da Renditen. Und genau das ist passiert. Die amerikanische 10-jährige US-Staatsanleihe heute ganz knapp an der 1,50er Marke vorbeigeschrammt. Und dieser Renditeanstieg hat dann vor allem im Tech-Sektor seine Spuren hinterlassen. Der Nasdaq Future schon 1,5% im Plus um und bei und jetzt um und bei 1% im Minus, also 2,5%. Das ist einmal eine Strecke. Aber es gibt eine kleine Hoffnung für die Bullen, meine Damen und Herren, und die wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal, was da ja faktisch passiert, ich hatte das in den letzten Videos mehrfach versucht, ein bisschen anzudeuten. Die FED-Mitglieder haben signalisiert in vielerlei Hinsicht, ja, nee, alles in Ordnung, das ist doch gut, wenn die Renditen ansteigen, dann zeigt das, dass das Vertrauen in die Wirtschaft, dass der Optimismus gut ist, ist doch hübsch. Und jetzt sagt sich aber der Anleihemarkt, okay, wenn das jetzt noch nicht deine Schmerzgrenze ist, dann wollen wir mal rausfinden, wo deine Schmerzgrenze eben ist. Und genau das passiert derzeit. Die Renditen werden nach oben getrieben, weil die Märkte wissen wollen, wo, liebe Fed, ist deine Schmerzgrenze. Die EZB hat ja schon verbal öfter interveniert und sogar Handlungen angedroht. Die australische Notenbank hat schon gehandelt, aber die Fed hat so ein bisschen getan, als würde all das an ihr vorbeigehen. Aber dann gestern schon Daily von der San Francisco Fed, die gesagt hat, naja, wir haben andere Tools, andere Instrumente. Wir könnten hier ein bisschen die Komposition der Asset Purchases, also der Anleihekäufe, verändern. Und was damit gemeint ist, das werden wir gleich mal sehen, nämlich die sogenannte Operation Twist. Was ist diese Operation Twist? Das bedeutet, dass die Notenbank kürzer laufende Staatsanleihen verkauft und im Gegenzug dazu länger laufende Staatsanleihen kauft. Warum? Damit dann jene länger laufenden Staatsanleihen unter Druck kommen, respektive die Renditen unter Druck kommen, sodass dann eben die Zinskurve sich wieder verflacht. Und das ist genau das, was möglicherweise kommen kann. Morgen wird ja Jerome Powell bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal auftreten. So eine Art Q&A, also Fragen und Antworten. Die Frage ist natürlich, ist das das richtige Forum dafür? Und da bin ich mir nicht sicher, ob nicht die Fed mindestens wartet eben bis zur nächsten Fed-Sitzung, die ist kurz nach Mitte des Monats, oder ob er wirklich bei so einer Veranstaltung das schon raushaut. Jedenfalls diese Operation Twist, das war heute das Gerücht, könnte morgen von Jerome Powell verkündet werden. Und da, als dieses Gerücht aufkam, hat sich die Wall Street zumindest ein bisschen erholt. Der DAX war ja auf Allzeithoch, hat sich jetzt schlafen gelegt, ist 100 Punkte unter dem Allzeithoch jetzt verharrend, aber es wäre das dritte Mal, dass eben eine solche Operation Twist kommt. 1961 das erste Mal und dann im Gefolge der Finanzkrise das zweite Mal und jetzt das dritte Mal. Und eigentlich nach Definition soll damit das ökonomische Wachstum angekurbelt werden. Nun ist aber eigentlich das nicht wirklich erforderlich, hat man den Eindruck, zumindest wenn man die Erwartung der Märkte sich anschaut. Wir haben etwa ein GDP Now von der Atlanta Fed, die steht bei etwa 10% Wachstum in 2021. Was soll ich da noch ankurbeln? Also auch das ist ein schwieriges Instrument, ebenso wie die Yield Curve Control, also die Kontrolle der Zinskurve. Es sind letztendlich Eingriffe wieder in die Märkte. Sobald die Anleihemärkte, die ja ohnehin durch die Notenbanken so massiv verzerrt sind, sobald die wieder ein Stück weit ein Eigenleben entwickeln, muss dann scheinbar sofort wieder draufgehauen werden. Also das Einzige, was wir uns hier in diesen Strukturen des Westens nicht mehr leisten können, sind scheinbar freie Märkte. Das ist natürlich ein Armutszeugnis. Und die Chinesen, der chinesische Bankenaufseher Guo, hat das ja gestern oder vorgestern war es thematisiert. Leute, eure Wirtschaften entwickeln sich ja schon ein bisschen anders als die Aktienmärkte. Das wird früher oder später
euch auf die Füße fallen. Aber jetzt haben wir natürlich Lael Brainard. Und diese junge Dame, sollten Sie sich merken, das ist die wahrscheinliche Fed-Chefin in Nachfolge von Jerome Powell, der ja Anfang 22 endet seine Amtszeit. Und Brainard ist eben Demokratin, ist eine Frau. All das macht sie natürlich geradezu als idealen Pick für die Fed aus Sicht der Demokraten, aus Sicht von Joe Biden. Und die hat das erste Mal so ein bisschen draufgehauen und sagt, ja, der Anstieg der Renditen ist nicht nur aus guten Gründen, also von wegen Konjunkturoptimismus, sondern das ist eben auch etwas, was wehtun kann. Financial Tightening, also die Finanzkonditionen, die werden ein bisschen rigider, etwas weniger lax. Und wir sehen heute die fünfjährigen Break-Evens, also praktisch die Inflationserwartungen sind jetzt auf den höchsten Stand geschossen seit dem Jahr 2008. Hurra! Und eben sieht man jetzt, wenn man sich das mal genau anschaut, bei diesen 5-Year-Break-Even-Futures, die also faktisch wetten, wie wird die Inflation in 5 Jahren sein, in den dann folgenden 5 Jahren. Ja, die Märkte sind manchmal schon ein bisschen verrückt. Was interessiert mich, was in den 5 Jahren die Inflation ist und 5 Jahre später, ne? Ich wäre schon froh, wenn ich weiß, was morgen die Inflation ist, auf Deutsch gesagt, aber hier sind die Märkte eben sportlich zukunftsorientiert und jetzt ist, wie Holger Cepic hier messerscharf analysiert, eben die Erwartung offenkundig, dass vor allem dann in der Mitte der 2020er Jahre die Inflation deutlich aus dem Ruder laufen könnte und sie tut das aber bisher noch nicht, nämlich die Inflation. Warum? Weil du brauchst für eine Inflation nicht nur eine Ausweitung der Geldmenge, die haben wir ja sehr sportlich, die Amerikaner 25% alleine in 2020, also die haben praktisch ihre Geldbasis um ein Viertel mal gesteigert in einem Jahr. Jeder fünfte Dollar, der jemals gedruckt wurde, wurde im letzten Jahr gedruckt. Aber was nicht passiert ist, ist eben, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit angesprungen ist. Und das ist ein Stück weit untypisch, denn wir haben ja schon länger eine Erholung. Aber irgendwie mit der Geldmenge, da ist es so, die will nicht irgendwie sich beschleunigen. Und die Frage ist, wieso ist das der Fall? Jedenfalls müssten eigentlich die Renditen noch höher stehen angesichts der Daten, die wir in letzter Zeit hatten. Hier die Global PMIs, also die globalen Einkaufsmanager-Indizes in Relation zu der 10-jährigen Anleiherendite. Und wir sehen, normalerweise läuft das ziemlich kongruent. Die PMIs laufen meistens ein bisschen vor. Also die Einkaufsmanager-Indizes sind so eine Art Frühindikator und die Renditen folgen dann. Jetzt sehen wir, die Einkaufsmanager sind nach oben geschossen und eigentlich müsste die Rendite nach oben folgen. Aber genau das will ja keiner, das wollen die Notenbanken nicht, denn es würde bedeuten höhere Kosten für Geld und das ist vor allem für die verschuldeten Länder und Unternehmen eher unschick. Aber wenn wir jetzt von Einkaufsmanager-Indizes sprechen, wir hatten heute den ISM, Non-Manufacturing Index, also den Service-Dienstleistungsindex, das ist ein Einkaufsmanager-Index, der sehr stark beachtet wird in den USA und das war der schlechteste Wert seit Mai. Das Einzige, was wirklich gestiegen ist in diesem Index, das waren die Preise. Also die Preise sind weiter nach oben gegangen, aber sowohl die Auftragseingänge als auch Beschäftigung war rückläufig, ist jetzt nicht so toll. Das riecht dann schon ein bisschen nach Stagflation, also Stagnation der Wirtschaft bei gleichzeitiger Inflation und das ist so ziemlich das Übelste, das Blödeste, was passieren kann. Warum ist es so, dass wir hier durchaus eingeschränkten Optimismus haben jetzt schon wieder in den Daten? Wir hatten ja heute auch die ADP-Arbeitsmarktdaten, schwächer als erwartet. Wir haben in letzter Zeit doch ein paar Dinge, die jetzt nicht mehr so toll nach extremem Wachstum ausschauen, aber sei es drum, jedenfalls sehen wir, dass viele der befragten Unternehmen sagen, ja, wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten hier mit Lieferketten, vor allem aus dem pazifischen Raum, sprich aus die China. Da kommt weniger rüber. Ich hatte gesagt, dass Hapag-Lloyd ja schon 52 Schiffe losgeschickt hat, um Container, die irgendwo auf der Welt unterwegs sind, zu suchen und da an die Stelle zu bringen, wo sie hingehören, haben manche geschrieben, ja, das glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich habe denen dann versucht, einen Artikel in der Welt zu verlinken, in dem das genau steht. Das hat auch der Vorstandsvorsitzende von Hapag-Lloyd in einem Interview mit der Welt gesagt, das nur mal zur Klarstellung. So, jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite die Anleihemärkte, die piesacken ein bisschen die Fed und wollen wissen, wo ist deine Schmerzgrenze. Jetzt sehen wir aber, dass die Renditen ja ziemlich deutlich nach oben geschossen sind, nämlich genau 2 Standardabweichungen, wie Statistiker hier festgestellt haben. Und wenn wir uns mal anschauen, wie in den letzten Jahren bei solchen starken Anstiegen der Renditen am Anleihemarkt die Aktienmärkte reagiert haben, dann sehen wir, dass durchschnittlich
die Aktienmärkte 5% verloren haben aufgrund dieses Anstiegs mit leichter Verzögerung. Also maybe da kommt noch was. Es wird eben die Frage sein, was wird Jerome Powell morgen tun? Wenn er nichts tut, dann kann ich mir vorstellen, werden die Anleiherenditen deutlich weiter steigen und das dürfte dann die Aktienmärkte weiter unter Druck bringen. Und dieser Anstieg der Anleiherenditen und die Versteilung der Zinskurve, also die Renditedifferenz zwischen kürzer laufenden Staatsanleihen und länger laufenden Staatsanleihen, wird immer größer. Das ist gut für die Banken, die deswegen ein neues Allzeithoch erreichen. Also die stehen jetzt höher als vor der Finanzkrise. Muss man auch erst einmal schaffen. Und die freuen sich eben aufgrund der Fristentransformation, denn die Banken besorgen sich am Geldmarkt kurzfristig Geld, verleihen das aber langfristig an die Kunden und je steiler die Zinskurve, umso größer ist die Marge, umso größer dann der Verdienst der Banken. Aber was macht denn eigentlich unsere liebe EZB? Die hat heute vielleicht einen Fehler gemacht, respektive etwas gesagt, was vielleicht nicht so schlau ist oder hat das gesteckt. Das zumindest berichtete Bloomberg. Nämlich die EZB sieht derzeit keinen Grund für drastische Aktionen, um die steigenden Anleihenrenditen hier zu beenden und das sei aus Insiderkreisen gesteckt worden und das, obwohl De Guindos, der spanische Vizechef der EZB, heute gesagt hat, natürlich wird die Inflation in 2021 clearly above der Erwartung der Notenbank sein, also deutlich über der Erwartung der vorherigen Erwartung der Notenbank sein. Also man erkennt durchaus, dass Inflation ein Thema werden kann, auch bei der EZB. Apropos EZB, wir blicken mal auf die Bundesbank. Und die Bundesbank hat heute mitgeteilt, dass sie keine Gewinne, die sie ja meistens hat, ausschütten wird an den Bundeshaushalt. Warum? Weil man Rückstellungen macht für den Fall, dass da ein paar Verluste entstehen. Und wie können diese Verluste entstehen? Nun, wenn die Notenbanken ja wie wild Staatsanleihen kaufen und die Bundesbank kauft deutsche Staatsanleihen, die spanische Notenbank kauft spanische Staatsanleihen, je nach Kapitalschlüssel, der von der EZB ja geregelt ist, dann ist es so, dass wenn die Renditen steigen, fallen ja die Kurse der Anleihen. Mithin haben also die Notenbanken ein gewisses Risiko in den Büchern, wenn die Renditen steigen, weil dann fallen die Anleihekurse und die Notenbanken kaufen ja diese Anleihen und dann fallen die Kurse, dann ist da plötzlich ein Minus vor dem Komma und das ist natürlich ein Problemchen und deswegen sagt man sich jetzt, ja, bevor wir hier den Gewinn ausschütten, machen wir das besser nicht und machen das mal als Rückstellung. Das zeigt ja schon, was da für Konsequenzen letztendlich der Fall sind in diesem ganzen Kontext. Aber kommen wir nochmal zu den Aktienmärkten und jetzt ist ja die große Frage, Stimuluscheck könnte jetzt bald beschlossen werden durch den Senat auch. Manche Demokraten haben gesagt, Leute, lasst uns das ein bisschen differenzieren, ein bisschen anders machen. Andere schlagen vor, ja, zahlt doch erstmal $1000 aus und dann könnt ihr sagen, okay, wir gucken mal, wie das Ganze mit der Corona-Geschichte weitergeht. Wenn es gut läuft, dann zahlen wir nicht nochmal was aus. Wenn es nicht gut läuft, dann kriegt ihr nochmal was oder so. Aber jedenfalls ist da natürlich eine große Lust, mit diesen Stimulus-Schecks auch zu zocken in den USA. Und die Deutsche Bank hat dankenswerterweise eine Umfrage getätigt und dabei festgestellt, dass hier fast alle Altersgruppen mit diesen Stimulus-Schecks an den Märkten zocken und vor allem die Jüngeren, nämlich die 18- bis 24-Jährigen und die 20- bis 34-Jährigen, also die Bubble-Boomer auf Deutsch gesagt, da sind es zwei Drittel, die über 55-Jährigen nur zu nicht mal einem Viertel. Und wir sehen, dass hier vor allem eben die Jüngeren es sind, wie gesagt, die sich hier deutlich engagieren wollen. Und es sind eben diese Jüngeren, für die Social Media mit Abstand die wichtigste Informationsquelle ist in Sachen Märkte, nämlich 78% der 18- bis 24-Jährigen informiert sich über Social Media in den Märkten. Und jetzt ist natürlich Social Media ein junges Medium, das meistens von jungen Leuten genutzt wird. Und diese jungen Leute sind Bubble Boomer, die sind also praktisch aufgewachsen mit Interventionen der Notenbank. Die haben noch nie einen Bärenmarkt gesehen, für die gehen Aktienkurse immer nur nach oben, Stocks always go up. Aber die werden auch erleben, dass das vielleicht nicht immer der Fall ist. Jede Generation muss ja ihre eigenen Fehler machen. Und das Besondere an den Menschen ist ja, dass sie immer wieder den gleichen Fehler machen, aber immer glauben, diesmal wird es ganz anders. Das haben nämlich auch die Freunde der Dotcom-Blase gedacht, dass das alles ganz super wird. Das haben auch die Freunde der amerikanischen Immobilienblase gedacht, dass das alles immer so weitergeht. Es ist dann überraschenderweise nicht so weitergegangen, aber diesmal ist sicherlich
alles anders. Also es sind vor allem die Jungen, die hier überragend sich in Social Media informieren. Und hier sehen wir mal Experience in Investing, weniger als 12 Monate. Natürlich auch die Jungen, klar, die haben ja weniger Lebenszeit, aber es ist schon auffällig, dass selbst bei älteren Gruppierungen, also die über 65-Jährigen, teilweise wenig Erfahrung herrscht. Also die sind jetzt scheinbar auch neu hinzugekommen und sagen sich, was die Jungen können, das kann ich auch. Also Steinzeit-Boomer treffen Bubble-Boomer, könnte man sagen. Und das Ganze geht auch gerne und schön gehebelt durch Broker, Loans and Leverage, also auf Kredit auch. Das ist natürlich ganz wunderbar, und je jünger, desto größer der Kredit oder der Anteil des Kredites, genauer gesagt, an der ganzen Geschichte. Kommen wir nach Deutschland, und hier gab es die Meldung, dass Greensill Bank, die sitzt in Bremen, das ist eine Bank, die vor allem an Sparer gute Konditionen, Zinskonditionen geboten hat. Und jetzt hatte die BaFin ein Moratorium über diese Bank verhängt, also praktisch erstmal alle Zahlungen und Auszahlungen gestoppt von dieser Bank. Wer also da sein Konto hat oder ein Tagesgeldkonto oder was auch immer, der wird jetzt Schwierigkeiten haben, da erst einmal ranzukommen. Die Muttergesellschaft Greensill Capital hatte in Australien schon Gläubigerschutz beantragt. Da hängen dann auch zum Beispiel die Credit Suisse mit drin, da hängt die japanische Softbank mit drin, da wurden Kredite vergeben teilweise, da waren Investitionen in diese Greensill Capital. Das ist also etwas, was möglicherweise sich zur größten Bankenpleite seit der Lehman Brothers entwickeln könnte. Und hier bleiben wir in Deutschland. Was Sie hier sehen, das sind die Absatzzahlen im Februar für die deutschen Auto, also für die, in Deutschland genauer gesagt, also im größten Automarkt Europas. Und wenn wir hier uns mal entspannt angucken, Tesla zum Beispiel, dann sehen wir, die haben sage und schreibe 1918 Autos verkauft im Februar. Ist eine Steigerung von etwa 100% zum Vormonat. Und damit haben sie jetzt einen Marktanteil gehabt im Februar von 1,0%. Und wenn das so weitergeht, dann haben die in 10 Jahren vielleicht sogar einen Marktanteil von 2,0%. Und das würde ja eine Verfünffachung des Tesla-Kurses allemal rechtfertigen, aus meiner Sicht. Dann würde man für ein verkauftes Auto statt 2 Millionen Dollar letztendlich eine Marktkapitalisierung von 20 Millionen Dollar zubilligen. Warum auch nicht? Das hat ja alles Hand und Fuß, würde ich sagen. Und jetzt noch ein kleiner Downer, meine Damen und Herren, so ein Absacker nach unten. Hier sind jetzt Scientists aufgetreten, Forscher aufgetreten, die sehr bedeutend sind oder die einen sehr guten Ruf haben. Und zum Beispiel Chris Murray von der University of Washington, der sagt, ich war vorher ein bisschen optimistischer, aber jetzt diese Mutationen, vor allem die aus Südafrika und Brasilien, machen mich sehr besorgt. Und es könnte sein, dass wir dauerhaft werden mit diesem Virus leben müssen, dauerhaft bestimmte Dinge wie diese scheußlichen Masken tragen. Also, dass diese ganze Geschichte nicht so schnell vorbeigeht. Wir wollen hoffen, dass das nicht der Fall ist, aber das würde natürlich bedeuten, dass wenn nach wie vor diese Kontaktbeschränkungen sind, wenn wir keine Massenveranstaltungen haben, dass also bestimmte Branchen nach wie vor nicht wirklich funktionieren, dass dann diese ganze Wachstumsidee, diese ganze Wachstumserwartung in den Märkten gar nicht der Fall sein wird. Das wäre ein nicht unerhebliches Risiko jedenfalls, aber ich bin ja nicht hier, um Ihnen schlechte Laune zu machen, gell? Also das war jetzt praktisch nur mal ein Witz, ja? Das war jetzt mal ein Spaß am Abend, ja? Das ist praktisch, ja, habe ich mir gedacht, den drücke ich Ihnen jetzt noch rein. Gell? Also, das soll es erstmal gewesen sein. Die Märkte testen die Fed. Die kann morgen mit Jerome Powell reagieren oder eben nicht. Eigentlich das falsche Forum, wenn Sie mich fragen. Wenn Powell nicht reagiert morgen, nicht diese Operation Twist ankündigt, dann dürfte es für die Aktienmärkte schwierig werden. Wenn er es tut, dann könnten wir eine Erleichterungsrallye sehen. Wir werden sehen, what happens. Wir werden Sie morgen auf finanzmarktwelt.de darüber informieren. Jetzt erstmal einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren. Es hat mich gefreut, dass Sie an meiner Seite waren und diese herrlichen Informationen aufsaugen konnten. Servus und ciao.